Waschmaschine ausräumen. Das ist deine Aufgabe, ich habe andere Sachen zu tun. Wieso ist das meine Aufgabe? Bin ich hier Putzfrau? Was soll ich denn sonst alles machen? Mach doch mal Urlaub. Was ist denn hier los? Ach, Jonas, Mama und Papa haben sich ein bisschen gestritten. Aber nichts Schlimmes, setz dich hin. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Wenn meine Eltern sich früher gestritten haben, bin ich an einen besonderen Ort gelaufen. An einen Ort, wo eigentlich gar keiner war. Es war ein Berg, nur für mich. Mama should feel so insecure. Will you believe me? She won't know more. We could be right. We could be right, my friend. I have the question. You have the answer. You should believe me. No one is better. We could be right. We could be right, my friend. And I say, who? Bist du öfters hier? Schon manchmal. Und du? Bin mit meinen Eltern gerade hierher gezogen. In dieses Kaff? Ja. Was für dich hierher? Dies und das. Ein bisschen Stress mit den Eltern. Kenn ich. Wo kommst du eigentlich her? Aus Kiel. Aus Kiel? Ja, da sind meine ganzen Freunde. Kann ich verstehen. Du, ich muss los. Bist du morgen auch wieder hier? Bestimmt. Wie heißt du überhaupt? Tim. Und du? Marie. Bis morgen. Mama should feel so insecure. Will you believe me? She won't know more. We could be right. We could be right, my friend. I have the question. You had the answer. You should believe me. Bist du schon wieder hier? Hey. Ja, mal wieder. Wie geht's dir? Geht, ne? Warum? Hattest du schon wieder Streit gestern? Beziehungsweise meine Eltern haben die ganze Zeit drum gestritten. Ganze Zeit? Ja. Ich will mir so auf den Sack gehen. Ich saß die ganze Zeit in meinem Zimmer. Und durfte nicht raus. Die ganze Nacht durchgebrüllt. Scheiße. So ging es mir auch am Anfang hier. Ja? Ja, dann hat mein Opa mir diesen See gezeigt. Seitdem komme ich immer her, wenn ich irgendwas habe oder mir langweilig ist oder so. Einfach so ein Rückziehort. Hattest du denn gestern eine Streit? Nein. Das ist gut. Meine Eltern sind seit 12 Wochen nicht zu Hause. Nee? Nee.
Oha. Schade, dass das bei mir gerade nicht so ist. Naja, es hat auch Vor- und Nachteile. Morgen kommen sie wieder, aber ich bin am Überlegen abzuhauen. Echt? Ja. Einfach mal raus hier. Nicht immer zu diesem See, sondern einfach mal komplett weg. Hm. Aber wie wär's, wenn wir wirklich abhauen, wenn wir wirklich irgendwo hingehen, wo wir wollen? Wir beide. Ja. Weg von unseren Eltern, weg von der ganzen Stadt. Ich wär dabei. Ja? Aber wann? Wie wär's mit gleich morgen? Morgen früh. Your mama should feel so insecure. Will you believe me? She won't know more. We could be right, my friend. Okay. Dann machen wir das so. Bis morgen um 13 Uhr. Hier? Ja, würde ich sagen, oder? Okay. Gut, dann machen wir das so. Pack ich jetzt meine Sachen. Mach das. Bis später. Ja. Ja, der Weg ist voll scheiße. Oh mein Gott. Aber anders kommen wir hier nicht raus, ohne an der Hauptstraße lang zu laufen. Oh. Ey, ich hab echt keinen Bock mehr zu Fuß zu gehen. Tim, warte mal, das bringt doch nichts. Was bringt nichts? Ey, wir brauchen irgendwas so was wie ein Fahrrad oder so. Ja, auf jeden Fall zu Fuß können wir nicht mehr gehen. Ja, ich hab auch keinen Bock mehr. Lass uns mal irgendwie sowas finden oder so. Ja. Der Idiot hat nicht abgeschlossen. Wollen wir die Chance nutzen? Ja, das muss ich.